Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Wir haben wieder Post von meinem OCG-Händler Yannick und was uns in dieser Sendung erwartet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir starten durch mit dem buntäugigen Pendeldrachen im alternativen Artwork in Extra Secret Parallel Rare aus der Yu-Gi-Oh! Dimension Box Limited Edition. Die Box erschien am 23. November 2016 in Japan und enthielt ein Deck mit 45 Karten, welches aus 15 Ultra Rare und 30 Normal Parallel Rares bestand, eine Packung Sleeves und 4 Promokarten in Extra Secret Parallel Rare. Die anderen Promos waren der hungrige Fusionsdrache, der finstere Rebellionsdrache und der Glasflügel-Synchro-Drache, also die im Anime ausschlaggebenden Drachenkarten im alternativen Artwork. Die Karten kamen im weiteren Verlauf auch zu uns, und zwar in Ultra Rare und waren in den Legendary Dragon Decks erhältlich. Wenn euch ein Opening zu dieser Box interessiert, empfehle ich euch den Kanal Realistic Yu-Gi-Oh! Der hat diese Box vor circa einem Monat geöffnet. Der Firewall XC Dragon ist das Covermonster des nächsten Hauptsets, das bei uns erscheinen wird und den Namen Duck Neostorm trägt. Und da es sich bei den folgenden Karten dieser Folge ausschließlich um Karten aus Duck Neostorm handeln wird und es dementsprechend nicht viel Geschichte zu vermitteln gibt, werde ich mich hier nur kurz zu dem Set äußern, die Effekte erläutern und mich dann kurz aufs Artwork beziehen. Links haben wir im Übrigen den Firewall XC Dragon Ultimate und rechts in Ghost bzw. Holographic Rare. Und sein Effekt besagt, dass er ATK in Höhe der gesamten Linkzahl, mit der er gelinkt ist, mal 500 erhält und zwei Exis-Materialien abhängen kann, um dann ein Link 4 Cybers-Monster vom Friedhof Spezial zu beschwören, das auf ihn zeigen muss. Für den Rest des Spielzugs darf man dann allerdings weder Spezial beschwören noch angreifen. Artwork-technisch finde ich die Karte extrem gelungen. Noch bevor ich den Namen der Karte wusste, wusste ich, dass es sich auf jeden Fall um eine Art Firewall Dragon handeln musste, aus dem einfachen Grund, dass diese Karte eine Art von Textur an den Körperteilen, die ich jetzt einfach mal als Haut bezeichnen möchte, aufwies, wie sie auch beim Firewall Dragon selbst zu finden ist. Was haltet ihr vom Firewall XC Dragon? Lasst es mich in den Kommentaren oder im Live-Chat wissen. Wir machen weiter mit Amphibious Swarmship Amblow Hail, einem Link 4 Maschinenmonster, das wir hier in Ultimate Rare vorliegen haben und bei uns in Ultra Rare als Sneak Promo und dementsprechend vermutlich als Common im Hauptset erscheinen wird. Interessant ist übrigens, dass man im Internet für diese Karte zwei unterschiedliche Namen findet, nämlich zum einen Amphibious Swarmship Amblow Hail, wie eben schon erwähnt, und einmal Landing Podship Amblow Hail. Sein Effekt bzw. sein erster Effekt besagt, dass man im Falle seiner Zerstörung einen Link 3 oder niedriger Monster vom Friedhof eines beliebigen Spielers auf seine Spielfeldseite beschwören darf, während Effekt Nummer 2 besagt, dass wenn ein Link 3 oder niedriger Monster auf dem Spielfeld zerstört wird, während Amphibious auf dem Feld ist, diese Karte verbannt werden muss und man anschließend eine Karte auf dem Spielfeld zerstören kann. Amphibious ist meiner Meinung nach eine gelungene Maschinenmonsterkarte und erhält durch extrem altgehaltenes und abgenutztes Design tatsächlich eine Art Dual Monsters oder GX Touch. Und wäre es kein Link-Monster, sondern eine Vanilla bzw. ein einfaches Effektmonster, würde ich sogar behaupten, dass sich das Warmship ohne viel Aufsehen auch in ältere Zeiten mogeln könnte, zumindest rein optisch. Sieht nach Firewall Dragon aus, ist aber keiner, denn das hier ist die Karte Fairy Dragon. Und jetzt wird's unaussprechbar, Lavalaue. Mit einem R hinten dran. Keine Ahnung, was das da soll. Hier wieder ein Ultimate Rare, dementsprechend OCG-exklusiv und sein Effekt besagt, falls ein oder mehr Monster, die du kontrollierst durch den Kampf oder einen Karteneffekt deines Gegners zerstört werden, du kannst diese Karte von deinem Friedhof, falls sie dort liegt, wenn das Monster zerstört wurde, oder deiner Hand, selbst falls nicht, spezial beschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Falls diese Karte spezial beschworen wird, du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, wirf eine Karte ab und falls du dies tust, füge deiner Hand ein Monster mit demselben Typ und Attribut wie das gewählte Monster, aber mit einem anderen Namen von deinem Deck hinzu. Du kannst jeden Effekt von Fairy Dragon Lavalaue nur einmal pro Spielzug aktivieren. Rein optisch gesehen ist der Drache eher Mittelmaß und in meinen Augen eine Art Baby Dragon als Maschine. Die Karte ist nicht sonderlich hässlich, aber auch nichts, was einen designtechnisch vom Hocker haut. Allerdings passt das Zusammenspiel von Hintergrund und Monster sowie die Relation des Monsters zum Hintergrund extrem gut.
Rein optisch erinnert die Karte speziell wegen den Flügeln an einen Baby Firewall Dragon und ich persönlich bin ja mal gespannt, in welcher Rarität die Karte bei uns erscheinen wird. Was haltet ihr vom Fairy Dragon? Findet ihr ihn schön oder gut spielbar? Oder denkt ihr, dass er eher ein Fall fürs Altpapier ist? Magnite Crusadia Astra. Was ein geiler Name und genauso geil wie der klingt, sieht das kleine Kunstwerk auch aus. Dazu aber später mehr. Wir haben die Karte hier in Ultra Rare am Start und ihr Effekt besagt, dass sie nicht als Ziel von Effekten aller Art gewählt werden kann. Und solange er sich auf dem Spielfeld befindet, kann auch nur er als Ziel eines Angriffs gewählt werden. Während eines Kampfes bzw. der Schadensberechnung dann erhält der Magnite ATK in Höhe der Hälfte des Monsters, gegen das er kämpft. Und wenn die Karte das Spielfeld verlassen sollte, kann man eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zurück ins Deck mischen. Also für mich als Laie klingt das natürlich absolut toll. Ich weiß nicht, inwiefern diese Karte jetzt tatsächlich spielrelevant ist. Wie wir alle wissen, ich bin nur Sammler. Ich habe vom Spiel an sich jetzt nicht so viel Ahnung. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, inwiefern diese Karte relevant ist und was ihr so denkt, was sie in etwa gehen wird preislich bei uns. Und vor allen Dingen, falls ihr wisst, in welcher Rarität sie bei uns rauskommt, lasst es mich wissen. Ich hoffe, es ist nicht ultra rare. Ich persönlich halte Astram für den schönsten Magnite, der jemals das Licht der Welt erblickt hat und ich hoffe, Konami führt diesen edlen Zeichenstil bei den Magnites so fort. Relation und Farbspiel passen halt einfach, ne? Wie beim Fairy Dragon. Und dadurch erhält dieser futuristische Krieger einen Look, der sich zumindest bei mir richtig schön ins Gedächtnis gefressen hat. TG Support ist da! Ja, TG Hybrid Cannon Assault Mode und ja, wir haben wieder eine Angriffsmoduskarte, kommt mit 4500 ATK und Defense sowie einem für TG Monster typischem Artwork daher, welches mich ein wenig an die Hawks aus Earthsiege 2 erinnert. Wer das nicht mehr kennt, das macht nichts. Das Spiel war mit seiner Zeit moderner, sich gerade stubenrein wurde und sein Effekt besagt, dass diese Karte im Angriffsmodus beschworen werden muss. Wenn der Gegner dann ein Monster beschwören würde, kann der diese Beschwörung verhindern und alle vom Gegner als Spezialbeschwörung beschworenen Monster verbannen. Sollte die Karte dann auf dem Spielfeld zerstört werden, kann man die Halberd Cannon einfach vom Friedhof spezial beschwören, ungeachtet dessen Beschwörungsbedingungen. Optisch ist der Bursche eine ganz gewöhnliche TG-Karte, die sich jetzt nicht sonderlich von der Masse abhebt. Nett anzugucken, für TG-Fans bzw. Sammler natürlich ein Must-Have. Allerdings nichts, das bei mir jetzt Wogen der Begeisterung auslöst. Aber was haltet ihr von der Karte? Findet ihr sie schön? Findet ihr sie nicht schön? Denkt ihr, sie ist spielstark? Und vor allen Dingen, was glaubt ihr, in welcher Rarität sie rauskommen wird? Was heißt glauben? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Weiter geht's mit World Regalia Dimiro Gear. Eine extrem schöne, wenn auch einfach designte Weltvermächtnis-supportende Link-Monster-Karte, deren Effekt besagt, dass sie im Falle einer Link-Beschwörung von allen Monster-Effekten unberührt bleibt. Während der Main-Phase kann sie, wenn sie mit drei Monster mit unterschiedlichen Typen und Attributen beschworen wurde, sämtliche andere Karten auf dem Spielfeld zerstören. Darüber hinaus kann sie, wenn der Gegner ein Monster vom Extra-Deck spezial beschwört, ebenfalls ein Weltvermächtnis-Monster aus dem Deck spezial beschwören. Ja, an und für sich weiß ich jetzt nicht genau, was diese Karte darstellen soll. Dennoch gefällt mir die Einfachheit und das Farbspiel des Artworks und deshalb gefällt mir die Karte eigentlich ganz gut. Dennoch denke ich, dass diese Karte optisch gesehen keinen großen Eindruck auf die meisten Sammler und Spieler machen wird. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Destiny Hero Dominate Guy. Ja, die Schicksalshelden bekommen zumindest optisch würdigen Support für einen Burschen, der aussieht wie eine Kreuzung aus Obelisk und einer Schiffsschraube mit Umhang, was jetzt allerdings in keinster Art und Weise negativ gemeint ist. Sein Effekt besagt, dass du während der Main-Phase die obersten 5 Karten des Decks eines beliebigen Spielers ansehen darfst. Sollte er ein Monster durch den Kampf zerstören, darfst du darüber hinaus eine Karte ziehen und wenn er als Fusionsbeschwörung beschworen wurde, darfst du 3 Level 9er Schicksalshelden mit unterschiedlichen Namen vom Friedhof als Spezialbeschwörung aufs Feld rufen. Ob dieser Effekt nun taugt oder nicht, entscheide nicht ich, sondern ihr. Allerdings möchte ich mich zu guter Letzt noch einmal zum Artwork äußern. Dominate Guy sieht aus wie ein typischer Schicksalsheld, denn im Gegensatz zu den letzten D-Heroes, die so rauskamen, wie Drill Dark, wobei das noch einer der besseren war, hat Konami es hier geschafft, den Flair alter Tage wieder einzufangen und auf Pappe zu bannen und ich persönlich hoffe, dass sie noch lange so weitermachen werden. Wobei ich sagen muss, dass ich die Farbgebung vielleicht doch ein bisschen eintönig finde. Das war's allerdings schon wieder mit der heutigen Folge Neuzugänge. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge in Kürze und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.